Konnichiwa minasan! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich hier wieder im Kotatsu drin. Da habe ich ja in einem der letzten Videos, habe ich euch schon mal ein bisschen erklärt, was so ein Kotatsu ist, wie das funktioniert. In diesem Video, in dem besagten Video, haben wir die Mandarine auch noch nicht gegessen und den Tee nicht leer getrunken. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Und zwar möchte ich euch im heutigen Video einfach mal ein bisschen erzählen, wie geht's mir in Japan. Ich habe vor ein paar Monaten schon mal ein Video darüber gemacht, wie es mir so ein bisschen geht. Und ich möchte vor allem auch mit euch darüber sprechen, was habe ich denn eigentlich mit diesem Kanal hier vor? Wo soll die Reise von Nihongo denn überhaupt hingehen? Um die erste Frage zu beantworten, mir geht es sehr, sehr gut. Ja? Also mir geht es sehr gut. Es ist vielleicht ein bisschen kalt, das kann man dazu sagen. Und es wird jetzt auch immer wieder kälter und kälter in Japan. Da kann man dann leider nicht wirklich viel dran machen. Aber mit so einem Kotatsu lässt es sich schon wirklich ganz gut aushalten, wie ich finde. Ansonsten, ja, ist eigentlich auch alles super. Ich bin im Tischtennisverein immer noch aktiv. Ich nehme da jetzt auch an einem Turnier teil Ende November. Das ist so ein lokales Turnier. Da haben die mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Habe ich natürlich gesagt, klar, mache ich natürlich gerne mit. Da bin ich also wirklich sehr, sehr gut eingebunden. Die haben auch für mich, das fand ich auch sehr lustig, in Japan brauchst du, wenn du an einem Tischtennisturnier teilnimmst, hinten so eine, ja, was heißt Startnummer, da muss dein Name draufstehen, das muss man tragen. Das kenne ich so aus Deutschland nicht, als ich in Deutschland an den Tischtennisturnieren teilgenommen habe und ich habe wirklich an vielen teilgenommen auch, da war das nie irgendwie Pflicht. Es gab da bei den Olympic Kids oder so hieß das. Das war so ein Tischtennisturnier für jüngere Spieler dann. Da musste man so eine Nummer auch tragen. Aber das war auch das einzige Mal. An so normalen Turnieren musste man das nicht machen. Hier wird das aber vorausgesetzt, dass man so ein Ding hat. Ich hatte natürlich keins beim ersten Turnier. Und die meinten dann so, ja, ja, wir basteln dir eins. Und da haben sie mir dann so ein Ding gebastelt. Ich kann das sogar mal holen. Ich hole das mal eben. Hier haben wir das Ganze. So sieht das Ganze aus. Kevin steht da auf Hiragana. Sie haben mich eigentlich falsch geschrieben und ich habe ihnen auch gesagt, dass ich anders heiße, aber sie meinten, ja, wir fanden, das sieht so cooler aus, wir haben das einfach mal so für dich gemacht. So, ja, okay. Eigentlich ist das Ding noch ein bisschen länger, aber unten steht, oh, ich hoffe, man sieht es nicht, unten steht der Vereinsname drauf. Das möchte ich jetzt nicht so gerne zeigen, weil man weiß ja nie. Auf jeden Fall haben die das für mich gemacht und das fand ich wirklich sehr, sehr nett. Das heißt, ich kann jetzt auch an Turnieren teilnehmen ohne Probleme, auch wenn mein Name falsch geschrieben ist. Und eigentlich sollte man den Nachnamen nehmen bei solchen Sachen. Aber die meinten halt, ja, wir finden das so viel cooler. Hier, wir haben das für dich gemacht. Ja, okay, wenn ihr das gemacht habt und wenn ihr meint, das geht, dann nehme ich das gerne. Vielen Dank. Also ich bin hier im lokalen Raum wirklich sehr gut eingebunden, wie ich finde. Hab da auch keine Probleme irgendwie. Komme gut zurecht, auch mit dem Japanisch. Ich habe letztens auch nochmal mit dem Steuerberater telefoniert, weil ich wissen wollte, ob ich jetzt noch irgendwas machen muss. Und er meinte so, nö, nö, Kevin, da brauchst du nichts machen. Kommst du einfach nächstes Jahr, Anfang Februar, kommst du vorbei. Dann machen wir das mit für deine Steuererklärung da, zeigen wir dir, wie das geht und so. Und dann machen wir das zusammen. Fand ich auch sehr, sehr nett. Ja, aber auch das, so von der Kommunikation her, ist absolut kein Problem. Obwohl ich sagen muss, dass ich beim Telefonieren teilweise noch ein bisschen, ja, es ist mir unwohl, weil ich weiß, dass mein Japanisch zwar sehr gut ist, aber nicht perfekt ist. Und weil ich weiß, dass ich halt nicht die perfekten, ja, japanischen Floskeln alle 100% direkt drauf habe, so wie die Japaner, die immer runterrasseln. Das macht es vielleicht ein bisschen sympathischer, wenn man ein bisschen, ne, Fehler mit einbaut oder so, jetzt absichtlich oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mag ich es nicht so gerne zu telefonieren auf Japanisch, noch nicht zumindest, aber ich weiß, dass ich das eben üben muss. Vom Japanisch-Level her ist es eigentlich kein Problem. Es ist halt irgendwie im Kopf so ein bisschen dieses, oh ne, telefonieren ist nicht so geil. Aber ich schaffe es und ich mache es auch, wenn ich es machen muss, mache ich es immer. Ist jetzt nicht so, als würde ich hobbymäßig immer irgendwo anrufen. Jetzt auch nicht. Vielleicht sollte ich das mal machen. Aber wenn es nötig ist, telefoniere ich und das klappt dann in der Regel auch sehr gut. So, die Mandarine ist hier auch fortgeschritten. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber ich wollte sie so ganz japanisch nach dem Ideal mal hier im Kotatsu einfach verspeisen. Hm, ja. Ja, Mandarine ist sehr gut, sehr lecker. Das klappt soweit also alles sehr, sehr gut. Da gibt es absolut keine Probleme für mich hier im Alltag. Auch mit Mayis Familie, der Umgang und so, ist überhaupt kein Problem. Das heißt, mir geht es sehr gut in Japan. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und auch generell, das Leben hier ist einfach wirklich schön. Man kann morgens joggen gehen, man läuft den Berg hoch, man hat eine super Aussicht. Die Aussicht jeden Tag aufs Neue ist wirklich immer wieder atemberaubend. Man ist motiviert dadurch, dass man so eine tolle Aussicht hat. Man muss sich natürlich
natürlich erstmal irgendwie rausbringen dann, ne? Und morgens das Aufstehen in der Kälte ist auch nicht ganz einfach, aber mein Gott, ja, ich meine, dass, wenn das die einzigen Probleme sind, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Jetzt vielleicht so ein bisschen zum Kanal. Was habe ich mit dem Kanal überhaupt vor? Ihr habt ja gesehen, in den letzten Wochen und Monaten habe ich versucht, mich immer so ein bisschen zu verbessern, mehr Vlogs für euch zu machen, euch mehr von Japan zu zeigen, mehr über Kultur und Gesellschaft zu erzählen, und das möchte ich in Zukunft natürlich auch weiterhin machen. Ich habe so ein paar Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, und davon wird eine auch schon nächste Woche umgesetzt, beziehungsweise ist das schon aufgenommen. Und zwar möchte ich ein bisschen mehr mit Japanern selbst auch ins Gespräch kommen und Japaner ein bisschen interviewen und sie fragen, wie ist das Leben denn eigentlich hier? Wie gefällt es dir? Was machst du? Wie nimmst du Japan wahr? Dabei möchte ich das aber nicht so machen, wie das einige YouTuber machen, dass sie einfach draußen irgendwie in Osaka auf die Straße gehen und dann hier, wie findest du denn die Rugby-WM? Oder magst du Ausländer? Würdest du mal Ausländer daten oder sowas? Das ist nicht so ganz mein Stil. Ich habe da mal drüber nachgedacht, sowas zu machen, weil das auch immer wieder gefragt wird. Ich finde aber, dass es sehr viele YouTuber gibt, die das schon machen, die das auch sehr gut machen auf Englisch und so. Das ist alles super, ja, die machen das perfekt und ich bin da ehrlich gesagt auch nicht so der Typ für. Und es kommt noch dazu, dass ich das Problem habe, dass man aus solchen Interviews, finde ich, qualitativ nicht so wirklich viel rausziehen kann. Man hat dann ein 10-Minuten-Video, in diesem 10-Minuten-Video hat man meinetwegen 5, 6 Japaner, Japanerinnen befragt, aber man bekommt nur eine sehr oberflächliche Meinung und die Meinung, die dort abgegeben worden ist, ob die so übertragbar ist auf ganz Japan, das ist immer sehr, sehr fraglich. Also es ist im Grunde, man fragt random Leute, man bekommt random Antworten, aber wie viel das jetzt über Japan an sich aussagt, da würde ich immer ein ganz großes Fragezeichen mal hinsetzen, weil es regionale Unterschiede gibt, weil es Charakterunterschiede gibt, weil es von Person zu Person unterschiedlich ist. Und die Videos, die ich hier mache, da versuche ich schon immer so ein bisschen allgemein zu gucken, wie ist die Tendenz in Japan, und wenn ihr das wisst über Japan, dass ihr mit dem Wissen auch was anfangen könnt und euch das Wissen was bringt, wenn ihr in Japan mal unterwegs seid oder hier irgendwas machen wollt. Deswegen würde ich gerne Japaner interviewen, die ich erstens ein bisschen kenne, das heißt, man kann ein bisschen auf eine persönlichere Ebene gehen, man weiß so ein bisschen, wie tickt der andere, und man kann eben auch ein bisschen tiefer mal ins Gespräch einsteigen, die Leute ein bisschen mehr fragen, das Ganze ein bisschen genauer fragen, weil eben auch schon eine Beziehungsbasis vorhanden ist, also eine freundschaftliche Basis da ist, der andere kennt einen. Und das finde ich ein bisschen schöner, vor allem auch, wenn man von einer Person dann mal hört, so als Erfahrungsbericht, wie ist denn das Leben hier in Japan für dich? Wie gefällt es dir denn? Wie ist das aus deiner persönlichen Sicht? Und man hat dann eben 10 Minuten von einer Person, ist natürlich auch nicht so repräsentativ für ganz Japan, das ist ganz klar, aber man hat wenigstens einen Erfahrungsbericht von einer Person, weiß, dass es ein Erfahrungsbericht nur von dieser Person ist und nicht irgendwie 5, 6 random zusammengewürfelte Personen. Das finde ich zumindest persönlich besser. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Deswegen werde ich in Zukunft japanische Freunde, die ich hier habe, und vielleicht Freunde von Mayu, einfach mal ein bisschen zu ihrem Leben in Japan interviewen. Den Anfang habe ich mit Mayus Bruder gemacht, über das Schulleben als Mittelschüler hier in Japan. Das Video wird nächste Woche kommen, mit Untertiteln natürlich, weil das Interview auf Japanisch stattgefunden hat. Ich werde eine Freundin von Mayu interviewen zu ihrem Arbeitsleben. Und vor allem auch, und das ist sehr interessant, denn sie ist Christin in Japan. Und das sind extrem wenige. Und da mal ein bisschen so, wie ist das da? Wie sind ihre Eltern eingestellt? Wie ist es dazu gekommen vielleicht, dass sie zum Christentum übergegangen sind? Wie findet sie das? Das möchte ich eben so ein bisschen dann rausbekommen und eben solche Einzelinterviews mit Leuten machen. Das ist was ich in Zukunft auf dem Kanal auf jeden Fall auch machen möchte. Und damit in Verbindung stehend, möchte ich vielleicht auch mal so ein bisschen in die Richtung gehen, Japaner bei ihrem Alltag zu begleiten. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich habe eine Option bisher, bei der das eventuell klappen könnte, auch über eine Freundin, der Bruder, der arbeitet nämlich was ich sehr interessant finde. Und eventuell könnte ich den mal bei seinem Arbeitstag begleiten und ihm ein bisschen interviewen und zeigen, wie arbeitet der denn? Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Der Paolo from Tokyo, der macht das auf Englisch auch. Das fand ich auch immer sehr interessant, dass er da mal dann Japaner bei ihren Jobs begleitet. Und sowas Ähnliches wollte ich auch einfach mal ausprobieren. Das heißt, das wird in der nächsten Zeit auf dem Kanal auf jeden Fall auch stattfinden. Wahrscheinlich nicht immer wöchentlich, weil wöchentlich sowas zu machen ist sehr schwer. Aber ich wollte euch auch einfach mal fragen, was ihr davon haltet
und wie ihr sowas finden würdet. Ansonsten möchte ich auf dem Kanal natürlich weitermachen mit den Videos wie bisher, dass ich euch verschiedene Themen in ein Video verpacke, damit euch ein bisschen drüber rede, euch Informationen an die Hand gebe, wie läuft das in Japan. Das ist was ich auf jeden Fall so natürlich auch weitermachen möchte, genau wie die Vlogs. Vlogs ist immer ein bisschen schwierig, weil ich natürlich irgendwo hinfahren muss zu einem interessanten Ort, das komplett aufnehmen muss, die Bearbeitung dauert auch recht lange. Deswegen ist es schwer, mehr als einen Vlog pro Woche zu machen. Ein Vlog pro Woche, das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Auch das schaffe ich nicht immer. Gerade im Moment ist das ein bisschen schwierig, weil ich den Online-Kurs, den Kanji-Online-Kurs, fertigstellen möchte im November bzw. dann bis Mitte Dezember ungefähr. Das ist so mein Zeitplan. Und der braucht sehr viel Zeit natürlich. Da muss auch aufgenommen werden, da muss ein Skript geschrieben werden, da müssen Übungen erstellt werden und, und. Ist sehr arbeitsaufwendig, so ein Online-Kurs. Ist aber ein Teil meiner Leidenschaft. Möchte ich machen. Ich möchte euch helfen, einfacher Japanisch zu lernen. Aber weil das momentan erstmal Thema... Das war gerade auch eine interessante Erfahrung. Der Postbote hat irgendwie gerade halb die Tür eingehämmert. Aber okay. Also zur Vorgeschichte muss man sagen, heute sollte eigentlich ein Päckchen von Amazon ankommen. Und ich war nicht da heute Morgen, weil ich meinen Reisepass im Konsulat abgeholt habe. Und ich habe dann, als ich wieder zurück nach Hause gekommen bin, habe ich eben per App eingestellt, wann ich die neue Zulieferung haben möchte. Und ich habe ab 16 Uhr eingestellt und wir haben noch nicht mal 15 Uhr. Und er ist jetzt aber gerade irgendwie anscheinend vorbeigekommen und hat dieses Päckchen vorbeigebracht. Und ich verstehe nicht so ganz warum, weil ich habe ja extra ab 16 Uhr eingetragen, weil ich wusste, dass ich jetzt aufnehme. Und ja, aber nun gut, er hat wahrscheinlich gehört, weil der Raum, in dem ich hier aufnehme, wo das Kotatsu ist, das ist direkt draußen an der Tür. Und er hat wahrscheinlich gehört, dass jemand zu Hause ist und hat gedacht, wenn ich klingel, warum macht er nicht auf? Und ich habe die Klingel nicht mit hier reingenommen, weil ich eben davon ausgegangen bin, der kommt erst in 2 Stunden. Ach, gut, okay, er hat gerade die Tür eingehämmert, das war mir ein bisschen unangenehm. Aber nun gut, wenn er auch kommt, obwohl er gar nicht kommen sollte, was soll ich machen? Ne? Was kann ich dafür? Kann ich auch nichts dafür. Auf jeden Fall waren wir, glaube ich, beim Kanji-Online-Kurs. Und der ist eben sehr, sehr arbeitsaufwendig. Mache ich aber, wie gesagt, gerne. Deswegen im November, jetzt ist es ein bisschen schwierig mit Vlogs. Wenn der aber fertig ist, dann möchte ich mich auf jeden Fall ein bisschen mehr auf die Videos konzentrieren. Für so ungefähr einen Monat möchte ich einfach mal ein bisschen schauen, was kann ich videotechnisch noch machen. Weil neue Ideen auch einfach mal in Videoform bringen, für die ich bisher keine Zeit gehabt hatte, weil eben nebenbei immer der Online-Kurs noch eine Rolle gespielt hat und da Zeit reingeflossen ist. Das ist auf jeden Fall so der Plan, was die Videos dann angeht und der Online-Kurs. Nach dem Kanji-Online-Kurs wird es Online-Kurse von Grund auf geben, mit denen ihr dann wirklich auch von Grund auf Japanisch lernen könnt. Das ist dann der nächste Schritt, das nächste Ziel. Aber da werde ich mich dann erst nächstes Jahr drum kümmern und einfach mal gucken, wo die Reise so hingeht. Natürlich möchte ich auch weiter noch Livestreams machen. Die Livestreams sind immer da, um vor allem auch eure Fragen zu beantworten, um zu gucken, was habt ihr für Fragen, was interessieren euch für Themen. Da nehme ich dann meistens auch Videoideen auch immer mal wieder raus und um einfach mit euch so ein bisschen auch in den Dialog zu treten. Das also so der Plan für den Kanal. Ich möchte auf jeden Fall richtig viel weitermachen. Ich möchte euch mehr von Japan zeigen. Ich möchte auch noch mehr News machen. Das ist auch noch ein Punkt. Und News ist auch immer so eine Sache, denn man muss natürlich alles mitbekommen. Aber ich möchte mein Japanisch-Level noch mal eine Stufe höher bringen auch. Deswegen übe ich nebenbei auch immer, versuche Romane zu lesen und so. Entwickle mein Japanisch also weiter, damit ich in der Lage bin, richtig, richtig schnell News zu lesen und auch zu verstehen, damit nicht so viel Zeit für die Recherche der News drauf geht, weil ich halt irgendwie jedes Wort immer nachschlagen muss oder halt ein paar Wörter nicht kenne oder so, sondern ich möchte mich jetzt nebenbei auf ein Level bringen, auf dem ich dann sagen kann, okay, ich lese mal eben die News durch, ich kann das kurz noch überprüfen und gegenchecken und so und das Ganze geht relativ schnell, weil ich so geskillt bin im Japanisch, dass ich das mal eben runterlesen kann. Ist nicht ganz einfach, wer von euch News gerne mal liest oder so Wirtschaftsgeschichten, da muss man schon nochmal ein anderes Vokabular können, mit dem man natürlich jetzt im Alltag auch nicht so in Kontakt kommt, ganz klar. Aber das möchte ich eben machen und möchte dann für euch auch vielleicht einmal die Woche in so einem News-Format die News der Woche in Japan aufbereiten oder so. Das finde ich auch sehr interessant. Aber mal schauen, wo die Reise da hingeht. Jetzt habe ich, glaube ich, schon wieder ziemlich viel erzählt. Die Mandarine ist im Übrigen schon weg und der Tee ist auch schon leer. Das habe ich einfach mal nebenbei so gemacht. Ja, ich wollte euch nicht die ganze Zeit zeigen, wie ich da esse, weil ich gedacht habe, dann kann ich nicht reden. Und das ist einfach Zeit, die man dann verschwendet. Deswegen habe ich das immer in so kleinen Pausen nebenbei gemacht. Einfach mal so eine Mandarine weggesnackt. Das ist also der Plan für die Zukunft, so auf dem Kanal. Ihr könnt mir gerne Ideen in
in die Kommentare schreiben. Das bin ich immer für offen, für neue Ideen, ja. Ich mag es, neue Ideen zu bekommen, dann komme ich auch meistens selber nochmal auf ganz andere Ideen und so. Ist für mich auch immer sehr interessant, deswegen, wenn ihr irgendwas sehen wollt auf diesem Kanal, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ihr wisst jetzt so ungefähr, was ich mit dem Kanal ein bisschen machen will, was an neuen Formaten kommen wird, diese Interview-Geschichte nämlich zum Beispiel, natürlich auch mehr Vlogs und generell ist es mein Ziel mit diesem Kanal, euch über Japan zu informieren. Das heißt, wenn ihr auf meinen Kanal kommt, ihr wollt euch über Japan informieren, dass ihr die Informationen an die Hand bekommt, dass wenn ihr dann irgendwann mal in Japan seid für ein Auslandsjahr, für die Arbeit, für einen Urlaub, was auch immer, dass ihr euch hier besser zurechtfindet und wisst, warum machen die Japaner eigentlich gewisse Dinge. Das ist mein Ziel und das möchte ich natürlich auch mit einem hohen Standard versuchen, euch irgendwie mit an die Hand zu geben in Form von Informationen dann. Nun gut, das soll es gewesen sein erstmal von diesem Video. Schaut gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr sagt, ja, ich finde das klasse, was du machst hier, ich möchte deinen ganzen Kanal und alles unterstützen, könnt ihr das über eine Spende zum Beispiel tun, der Link, der PayPal-Link unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es Online-Kurse, falls ihr sagt, jo, ich möchte Japanisch lernen, hast du da was? Ja, habe ich, Links unten in der Videobeschreibung. Und dann gibt es noch meinen Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr über diesen Link irgendwas auf Amazon kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine kleine Provision und so könnt ihr mich dann eben auch unterstützen. Das war es jetzt mal von diesem Video, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!